Jetzt dann. Ich fahre heute am 20. Juli an Höhe, wenn das Wetter gut ist. Und warum? Also nur Höhe dort oben. Das heißt, ich träge da auch nicht rein. Wenn kein Fehl mehr rausgeht, wird dann das Gras immer noch ein bisschen zu hoch. Und dann, wenn oben nach einer Löhe kommt, dann ruft alles mit, oder? Und das hat mir der ehemalige Ortspräsident von der Abster, Bartli Bigger, gesagt, man sollte sieben Höhen. Und da bin ich da der gewesen, der angefangen hat. Und zwar 1981 das erste Mal. Und dann, von dort weg, hat der Schnee die Jungen alle stillgehabt. Ich weiß nicht, hat es dann ein bisschen zu wenig Schnee gehabt. Das sieht man dann, wenn es mal viel hat. So ist es natürlich schon besser, wenn es dann mäht ist, oder? Dann ist es nur mehr so her. Beim schönen Wetter, dann schlafe ich rum in der Hütte. Also, ein, zwei Nächte, wenn es heiß ist, dann ist dort rum schön kühl. Und mir tut es sowieso ganz schön rum. Die meiste Zeit bin ich allein und dann hat man die Zeit zum Rumschauen nicht schon rum. Und dann gehe ich am Morgen früh in die Meier und dann nachher, wenn ich es dann gewarbt habe, gehe ich wieder raus zum Mittagessen. Und dann ist am Nachmittag gehe ich wieder rein und das Höhe kehren, das ich am Vortag gemäht habe. Und dann mache ich einen Schachen.
mal den Winter noch. Ja, vor ein paar Jahren, da hat mir eine Frau immer eine Kurve höher. Also, hauptsächlich am Sonntag und die Tochter Barbara noch. Die haben am meisten. Sie hat mir dann schon gekriegt. Die haben dann eben am Werchtig und nicht zum Anschauen. Und ja, die Frau da auch. Die erst halt da auch noch jünger gesehen und hat können besser laufen. Und jetzt ist sie halt auch älter. Und nein, ja, ich mag schon, ich kann das Zeug schon machen, allein, nur habe ich ein bisschen länger. Ja, da. Am 27. Februar, im 90. Oder im Sturm, siehst du, und so viel Holz umgetan hat, da hat es mir dort oben so ein Blechdach weggerupft. Der ringse Dumme, alle Seile hat es mir weggerupft und das Dach nach hinten wird es geflückt, nicht raus. Es ist alles Zottel für die Büchse. Und da habe ich es dann gesehen, ja, mit dem Motor habe ich es umgekehrt und durchgerupft wieder. Und nachher haben wir sehr viel geredet. Also ich glaube, wir haben noch brauchen. Ist ein Nachzug mit. Was sei ich denn sei mal da anhängen, gell? Antworten? Ja, die verstanden, aber du musst mir es nochmal sagen, wegen dem Seil. Wie dran hängen? Du musst es nochmal sagen. Antworten? Am selben Tag, wo wir es höher anholen, dann kommt auf die Zähne, sagen wir jetzt, kommt ein Rüttel mit dem Rasenanhänger. Dann tun wir auch zwei Pünktchen mit dem Seil, mit dem Seilbärli. Die sagen, dann tut sie anhängen, dann sagt man am Funk, eben so zügen. Baller hat gesagt, dann tun wir den Motor laufen, dann kommt der Wagen wieder rüber, dann hat 5 Minuten, bis er die Oma ist. Und dann tut er die Oma wieder die Pünktchen einladen. Und dann, wenn er 12 hat, dann hat er den Anhänger geholt, dann geht er, kann ihn abladen, und dann kommt er sofort durch. Einen halben Tag haben wir 55 Stunden angekommen und dann ist es fertig.
Schuftzüge, ist gut. Was Seil ich denn Seimal dran hängen, gell?